Guten Abend, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone Heroes of Warcraft. Während die schöne Musik da ausklingt, möchte ich, bevor ich anfange, mich erstmal entschuldigen dafür, dass jetzt irgendwie so richtig lange schon kein Hearthstone-Video mehr kam. Ja, ich war erstens eine Woche krank, ja, richtig fette Erkältung gehabt und dann vorher kam ich irgendwie zu gar nichts und war froh, wenn ich mal irgendwie irgendein Video raushauen konnte. Und ja, Hearthstone litt leider sehr darunter. Das möchte ich jetzt wieder ändern. Und bevor wir anfangen und eine neue Runde starten, möchte ich erstmal was erledigen, was genauso untergegangen ist. Und zwar eine YouTube-Nachricht, die mich erhalten hat vor ungefähr einem Monat. Und es lag diesmal echt nicht an mir, dass ich es übersehen habe, sondern es wurde mir einfach gar nicht angezeigt. Private Nachrichten, das weiß ich, irgendwie ein Bug bei mir, werden mir überhaupt nicht angezeigt. Ich hatte einfach 3 private Nachrichten in meinem Postfach. Die wurden mir nie angezeigt. Ja, und da war nämlich der liebe, nette Palfro, ein sehr netter Abonnent von mir, ein sehr aktiver Abonnent, muss ich dazu sagen. Und der hat mir echt vor einem Monat eine richtig coole Sache gemacht. Und dafür möchte ich mich jetzt hier nochmal offiziell bedanken. Falls du gerade das Video schaust, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen, vielen Dank für dieses nette Geschenk und für die Leute, die jetzt denken, hey, was Geschenk? Ja, man kann in Hearthstone auch Kartendecks anscheinend verschenken, so kleine Packungen. Und das hat er gemacht und das ist ziemlich nice, also freut mich wirklich super cool. Also wie, das ist echt mega nice. Also ja, ich bin sprachlos, als ich die Nachricht gesehen habe, habe ich natürlich erstmal bei dir entschuldigt, dass ich das irgendwie voll übersehen habe, dass es mir einfach nicht angezeigt wurde. Aber es ist einfach mega nice von dir, also vielen, vielen Dank. Hier, hallo Legend, ich möchte dir eine kleine Freude machen und habe dir für einen kleinen Beitrag ein Cardpack für Hearthstone gekauft als Geschenk, damit deine Let's Plays eine solche Freude machen. Vielen, vielen Dank, ich hoffe, allen anderen macht es genauso eine solche Freude. Und nochmal an dieser Stelle, es ist überhaupt nicht nötig gewesen, Palfro. Also, es reicht schon, wenn du einfach den Daumen nach oben lässt und einfach sagst, ja, dein Video ist ein tolles, macht mich schon glücklich genug. Und, ja, ich bin mega gespannt. Ich habe jetzt den Code kopiert. So, ich weiß aber jetzt überhaupt nicht, wo man den einlöst. Kann man den jetzt einfach im Shop einlösen oder was? Packung wählen? Ach, wahrscheinlich hier unten Gold. Nee. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Klassik. Packung öffnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Cardpack ist vielleicht das hier kaufen? Ich will kein... Hey. Nee. Hier ist wieder was anderes. Na egal, ich melde mich hier ganz kurz im Hintergrund an. Während es da lädt. Dann gucke ich mal. Ansonsten schneide ich das hier raus. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht allzu lang. Tut mir leid, ich habe halt sowas noch nie gemacht und ich hätte auch niemals damit gerechnet. Battle.net Guthabenkarte. Yay, da ist es doch. Code aktivieren. Sie lösen einen Profi-Packung für Hearthstone. Yay! Wow, ihr seht es gerade nicht, aber es ist mega nice. Vielen, vielen Dank, Palfro. Es ist absolut nicht nötig gewesen. So, Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt stolze Besitzer von Profi-Packung für Hearthstone. Bei ihrem nächsten Login. Okay. Cool. Gut. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal ganz kurz einen Cut und wir sehen uns. So, da sind wir wieder in Hearthstone und wie versprochen kam oder wie angekündigt kam hier die Kartenpackung an. Neue Kartenpackung, eine Kartenpackung wurde eurem Account von außerhalb des Spiels hinzugefügt. Mega nice. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Hätte ich niemals gedacht, dass ich als mini kleiner YouTuber schon einen Fan habe, der mir sowas schenkt. Also es ist absolut nicht nötig gewesen. Und boah, es freut mich einfach nur. Es macht mir eine mega Freude. Vielen, vielen Dank. Also echt grandios. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich werde jetzt extra für dich öffnen. Ich kann schon kaum erwarten, diese Packung hier zu öffnen, so eine Profi-Packung.
Boah, ich bin mega gespannt. Ich hoffe, es lohnt sich. Mal schauen, was uns erwartet. Boah, cool. Nice. So, echt richtig cool. Ah, cool. Also ich feiere das gerade echt. Also mega vielen Dank. Gut, ich werde mal, wir fangen mal hier unten an. So, Kammschrei ruft einen knappen 2 von 2 herbei. Das hat schon auch die Knappe. Knappe? Hatte ich auch mal einen Knappen? Hm. Aber das ist cool, weil man hat, wenn man diesen Krieger hier beschwört, dann ruft man noch einen Monster bei. Und das ist cool. So Teile mag ich. Das ist cool. Coole Karte. Episch! Episch? Oh mein Gott. Moloch-Anführer. Alle anderen Molochs haben 2 plus 1. Also plus 2 plus 1. Nice. Und das gerade mal mit 3 Dingern. Mit 3 Mana-Kristallen. Cool. Und episch noch dazu. Grandios. Also bis jetzt schon mal cooles Pack. Mal schauen. Ich fange mal in der Mitte an. Selten. Oh, selten. Also das ist mal mega cooles Pack. Alamo-Bot. Tauscht zu Beginn eures Zuges. Okay. Ja, Anfang. Okay. diesen Diener gegen einen zufälligen Diener auf eurer Hand aus. Okay. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist sogar richtig gut. Wenn man, angenommen, man hat nur noch eine Karte. Oder sagen wir mal irgendeine Karte und die ist richtig gut. Und wenn man die einfach setzt, kann man die, obwohl man die Mana-Kristalle eigentlich gar nicht hat, kann man die dafür setzen. Mega nice. Mega nice. Danke, Palfur. Verleiht einem verletzten Diener plus 3 plus 3. Okay, die ist cool. Also die müssen wir auf jeden Fall einbauen. Ich schreibe mir die auf. Weil ich finde die irgendwie nie. Das ist immer das Problem. Alarm-O-Bot. Wobei, das kann ich mir eigentlich merken. Okay, ich merke es mir mal. Dunkeleisenzwerg. Kammschrei. Vielleicht einem Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Das ist eigentlich auch mal nicht so schlecht. Okay, ich schreibe es mir trotzdem mal auf. Ich habe gerade einen Kuli vor mir liegen. Wenn man schon mal einen Luxus hat. Alarm-O-Bot. Und das andere hieß Dunkeleisenzwerg. So, cool. Und Moloch-Anführer vielleicht. Aber ich habe, glaube ich, nicht so viele Molochs drin. Dann müssen wir vielleicht mal ein neues Deck irgendwann mal gestalten. Muss ich aber euch erstmal ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigen. Ich bin jetzt schon wieder so weit draußen. Ja. Wie geht es denn nochmal? Meine Sammlung. Ja, meine Sammlung. So, mein Krieger. Natürlich mein Lieblingsdeck. So. Wir haben 30 von 30 Karten. Scheiße. Okay. Ich glaube, die machen wir raus. Ja. Okay, warte, wie heißt dieses Ding? 2. Heldenhafter Stoß. So, da haben wir sowieso einen drin im Deck, also es reicht. Ist nur die Frage, wie ich das Ding jetzt hinzufüge. Das ist nämlich immer diese Frage. Okay, da ist die eine Karte drin. Alarmobot. Packen wir die doch einfach mal rein. Ich bin echt mal gespannt. Das andere war Dunkeleisenzwerg. Das war das hier, glaube ich, kann das sein? Nee. Toben, das war die eine, die wir neu haben. Seite 1, okay. Da, Moloch-Anführer, den haben wir auch neu, aber... Ja, so viele... Na, hier, Moloch... Wir haben nur so ein, zwei Teile. Ich weiß nicht, so viele, glaube ich, haben wir nicht. Plus 2 Angriff. Okay, gucken wir mal. Habe ich die nicht vorhin entfernt? Toben. Ich glaube... Machen wir die Flugmaschine raus. Die kann zwar zweimal angreifen.
Also ich glaube, die ist sogar fast schon besser. Wir werden es einfach mal sehen. Ich bin echt gespannt. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Spiel. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Nein, Spaß. Wir sehen uns gleich im Spiel. Uta! Ich werde ehrenhaft kämpfen. Sieg oder Tod. So, wir sind zuerst dran und ja, ich würde sagen, ich glaube, die machen wir mal weg. Alle anderen Molochs haben plus einen Angriff. Das bringt uns nicht so viel, wenn wir nicht so viele Molochs haben. Zumindest nicht am Anfang. Und das Spiel hängt gerade. Oh, scheiße, okay, das hat jetzt auch nicht viel gebracht. 6 Mana-Kristalle. Oh, na gut, dafür haben wir einen Ansturm. One Spot. Ne, wir machen erstmal einen Ansturm. So. Es hängt gerade ein bisschen, denn hier im Hintergrund ist konvertiert hier gerade noch ein Video. Deswegen hatte ich eben auch kurz die Aufnahme beendet, weil sich hier so ein Fenster schon vorgeschoben hat. Die Aufnahme lief aber zum Glück weiter. Aber deswegen habe ich da eben mal kurz eingreifen müssen. So. Einsatz bereit! Wir setzen dann schon mal den Schrott, greifen hiermit schon mal an. Dann können wir nämlich in der nächsten Runde auch mit dem wieder angreifen. Vorausgesetzt überlebt. Melde mich zum Dienst. Oh, er hat eine geheime Karte gesetzt. Das heißt, jetzt wird er irgendwas wahrscheinlich, wenn wir ihn angreifen oder so. Das ist die Karte, die ich meinte. Aber es lohnt schon nicht, das ist viel zu riskant. Das will ich noch nicht machen. Das will ich nur, wenn wir wirklich super gute Karten auf der Hand haben. Spott, Wutanfall, plus 3 Angriff, okay. Ich folge meine Vorfahren. Machen wir mal. Zu den Waffen! Ich mach das mal. Ja, jetzt öffentliches Geheimnis. Runter! Okay. Gut, hat aber trotzdem nichts gebracht. Ja, nur er ist dabei nicht gestorben, aber gut. Zu den Waffen! Machen wir das hier. Das war's. So, Wutanfall. Ich weiß nicht, das hat den Effekt. Genau, da steht's nochmal. Wenn er verletzt. Wenn er verletzt ist, verfügt dieser Gegner bei einer zusätzlichen Fähigkeit. Das heißt, wenn er angegriffen wird und es natürlich überlebt, kriegt er plus 3 Angriff. Aber diese Molochs, das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir unser Deck echt mal so ein Moloch-Deck aufbauen. Vielleicht mache ich nur eine Folge über Deck-Zusammenstellung. Könnt ihr auch vielleicht noch mal ein paar Vorschläge oder so machen. Gott, Schild. Silbermond wird nicht fallen. Tod dem Feind. Okay, dafür haben wir jetzt 5 Angriff, aber der wird eh nicht lange aushalten. Zu den Waffen! So, ich lasse trotzdem beide Spots am Leben. Denn der kann jetzt nicht meinen Helden angreifen, das ist nämlich das Gute. Jo. Übertreib halt. So, der macht den kaputt, das wäre auch klar. Der ist selber dran gestorben. So, jetzt haben wir aber einen noch mit Gottesschild. Und wir haben hier einen Ansturm, das gefällt mir. Und wir machen mal 2 Rüstung. Kostet meinen Stahl. So, und ich muss gerade mal gucken. Kostet meinen Stahl. Den hier müssen wir zerstören. Erinnert euch an Keltalas. So, und das machen wir mal. Ach ja, super spannend immer diese Hearthstone-Matches. Schöne Kartenrücken übrigens. Aber die Season ist leider schon vorbei, das schaffen wir nicht. Ich denke mal, also ich nehme mir vor, in der nächsten Season mal ein bisschen aktiver zu sein und es dann auch viel mehr aufzunehmen. Lass mich nachdenken. Ich muss halt schauen, wie ich das beruflich, also mit dem Praktikum halt immer unter die Gebacken hinbekomme. Denn es ist doch mehr Stress als erwartet.
Ja. Und ich bin halt auch erst immer abends zu Hause. Und ja, so viel Lust habe ich dann auch nicht manchmal. Manchmal nicht immer. Manchmal immer, ja. So, so schnell sind unsere Monster weg. Seine aber auch. So, friert ein Charakter ein. Hm. Wir können aber eigentlich nur den setzen. Ich will das eigentlich nicht. Wir machen es trotzdem mal, auch wenn es überhaupt nicht lohnt, aber naja. Entschuldigung. Ah, ich weiß nicht, ob das ein Fehler vielleicht war. Das war ein Fehler. Er sagt, es war ein Fehler. Ich glaube, er meint aber sich selbst. Aber irgendwie schon lustig. Ich sag so, vielleicht war das ein Fehler. Und sagt er, das war ein Fehler. Jo. Übertreib halt. Oh, nice. Okay, ich mach mal das ganz kurz. So. 7 Angriff, zack. Boah, Junge, fuck, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Scheiße. Ich hätte den... Oh, ich hätte den jetzt 10... Alter, ich... Okay. Tut mir leid. Ich wette, wegen so einem Scheiß verlieren wir jetzt. Naja. Oh, es ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Wisst ihr das, Leute? Das war's. Es ist sowas Ärgerliches. Vor allem, der ist jetzt tot. Oh, sowas Ärgerliches, ey. Boah. Der hört sogar meine Stimme auf, hier noch zu arbeiten. Sowas ehrlich, der hätte ihn so weit schwächen können. 13 hätte er nur. Okay, aber der hat so viele Monster. Ich glaube, das wird nochmal richtig kritisch. Du 7 Angriff. Ach du Scheiße, das hat er überhaupt nicht gesehen. Uiuiui, der muss ja sofort vernichtet werden. Jungs. Alter, ich weiß nicht, was heute los ist, Alter. Guckt euch die Karte an. Ey, ungelogen, Leute. Es ist doch echt der letzte Kack. Ich frage mich, ob... Ey, Junge, der hätte jetzt 3 Angriffe gehabt. Nein. Okay, wir sind tot. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Scheiße. Du hast so einen Mini-Fehler, aber gut, wir hätten es jetzt so oder so nicht geschafft. Der wäre auf Ganze. Ja, wir hätten 3 Leben gehabt. So oder so. Gut. Ich hätte es so oder so nicht geschafft. Diese Molochs sind echt eine ganz gute Strategie, glaube ich. Fast 17, schade. Ich denke, wir werden uns mal irgendwann eine Folge nur drum kümmern, wie wir uns ein Deck zusammenstellen. Und dann gucke ich mal. Aber es war auf jeden Fall eine coole Folge. Mal wieder total abwechslungsreich. Richtig unerwartet mal wieder alles. Da sieht man, wie schnell sich alles wieder wenden kann. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei. Und an dich, lieber Palfro, geht nochmal ein besonderes Dankeschön raus für die Kartenpackung. Wirklich super lieb, super, super, super lieb von dir. Und ja, vielen, vielen Dank an dich und vielen Dank natürlich auch an alle anderen. Aber insbesondere natürlich vielen Dank an dich und vielen Dank fürs Zusehen an alle Leute.
Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.